Die Diva ist empört über die Rollen, die man ihr gibt. Und empört über die Rollen, die man ihr nicht gibt. Die Diva ist immer empört. Das Schlimmste, was einer Diva passieren kann, ist ein unerfahrener Regisseur. Das Schlimmste, was einem unerfahrenen Regisseur passieren kann, ist eine Diva. Der Regisseur wartet seit einer halben Stunde, blättert im Regiebuch. Die Schauspielerin kommt herein, Seidenmantel, Zigarette im Mund. Herrgott, nochmal! In diesem Kaffee Taxi zu kriegen, scheint mir ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Also wenn mir das Theater das nächste Mal wieder ein Hotel am Arsch der Welt besorgt, soll mich gefälligst der Assistent zur Probe abholen. Das ist ja eine Zumutung. Morgen. Schön, dass Sie da sind. Dachte schon, wir hätten vergessen, Ihnen wegen der Probe Bescheid zu sagen. Höre ich da so eine Art Vorwurf heraus? Nein. Ich bin berühmt für meine Pünktlichkeit. Natürlich nur in zivilisierten Gegenden. Darunter verstehe ich auf zwei Beinen gehen, Messer und Gabel und Hotels in der Innenstadt. Es tut mir leid. Muss ich nicht leid tun, Sie sind ja nur der Regisseur. Ich verlange nicht, dass Sie Berge versetzen. Wo ist der Assistent? Dem habe ich heute freigegeben. Dem haben Leute freigegeben. Na, wenigstens hat er Kaffee gekocht, bevor er sich einen schönen Tag macht, oder? Er war heute gar nicht da. Ich kann ihn aber gerne raschen. Nein. Sie sind der Regisseur. Das ist nicht Ihr Job. Für sowas hat man einen Assistenten. Das macht mir doch nichts aus. Nun seien Sie nicht gleich so fahrig. Ich schaffe das auch ohne Kaffee. Aber einen Aschenbecher könnten Sie mir bringen. Entschuldigung, hier ist Rauchverbot. Ist das ein Grund für Sie, einer Dame keinen Aschenbecher zu bringen? Nein, natürlich nicht. Das was machen wir denn heute, Herr Regisseur? Kästchenszene. Ah ja, Kästchenszene. Und weiter? Nur die Kästchenszene. Naja, so schwer ist die ja nun auch wieder nicht. Aber Sie sind der Regisseur und ich bin nur die Schauspielerin, die sich vertrauensvoll in Ihre Hände gibt. Also, ich komme durch die Tür bis Mitte des Raumes und fange an. Nein, da ist keine Tür. Ach, da ist keine Tür. Nein. Ja, aber irgendwie muss ich ja reinkommen, oder? Ich kann das natürlich auch alles im Off spielen. Nein, natürlich nicht. Also ist da vielleicht eine Tür? Nein. Also ich dachte, Sie machen die ersten Sätze hinter einer Papierwand. Oh. So als eine Art Schattenspiel. Aber wie in diesem asiatischen Puppenspiel. Ah ja. Sagen Sie mal. Ja, ich wollte das ein bisschen moderner machen. Aber so Häschen mit Fingern muss ich nicht machen, oder? Nein, natürlich nicht. Einfach nur stehen. So die ersten Sätze hindurch. Und dann mit der ersten Strophe des Liedes brechen Sie dann durch die Wand. Sagen Sie mal. Regie haben Sie schon mal geführt, oder? Oh ja. Wissen Sie was? Ich nehme da jetzt mal eine Tür an und wenn Sie das nicht mögen, falle ich Ihnen auch gerne mit dem Text durch die Wand. Einverstanden? Es ist so schwül, so dumpf wie Schnee und es ist doch eben so warm nicht raus. Es wird mir so, ich weiß nicht wie, ich wollte die Mutter gerne raus. Verzeihung. Was ist denn nun schon wieder? Das gefällt mir alles sehr gut. Aber könnten Sie das ein wenig schlichter machen? Schlichter? Ja, wie soll ich das erklären? Also, was Sie da machen, das ist eine Möglichkeit. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Aber ich sehe Gretchen inniger. Inniger. Ja, ich glaube, dass Gretchen das Gefühl gar nicht herauslässt. Es ist mehr so eine stille Verwunderung, so eine Art
Trance, so ein schwebender Zustand. Es ist natürlich alles eine Interpretationsfrage. Was Sie nicht sagen. Ja, so ein Moment des Zögerns, des in sich hineinhörens. Dieses Gefühl kippt dann in der Szene. Deswegen auch dieses Schattenspiel und dann der Bruch durch die Wand. Bruch durch die Wand. Ja, dieses durch die Wand brechen, das ist fast unabsichtlich. Sie stürzt plötzlich in einen anderen Zustand. Verstehen Sie? Ja, ich kann Ihnen folgen. Gretchen bricht aus Versehen durch eine Papierwand und wird sich dadurch ihrer Gefühle bewusst. Könnten wir das mal versuchen? Ja, ja. Ich versuche jetzt mal inniger und schlichter durch die Tür zu kommen. Was ist denn das? Da steht eine Zigarrendose. Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass diese schmierige kleine Dose das Teufelskästchen darstellen soll? Ja. Sagen Sie mal, Herr Regisseur, ist Ihnen der Begriff Requisite geläufig? Was würden Sie damit sagen? Ich weiß, dass in diesem Hause recht eigenartige Vorstellungen über den Probenprozess kursieren. Über den professionellen Prozess künstlerischer Annäherung an die großen Werke der dramatischen Literatur. Und ich halte Faust für ein großes Werk. Aber wenn man mich hier mit Billigung des Regisseurs, ja vielleicht sogar auf seinen eigenen Wunsch, eine Holzdose Dannemann Import Kuba Spezial als Teufelskästchen auf die Bühne stellt, dann frage ich mich, ob ich in diesem Saftladen noch mit ruhigem Gewissen meinem Beruf und meiner Berufung nachgehen kann. Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Der Faust, Ihr Kollege Kneißt, hatte keine Probleme mit dem... Was er Kneißt für seinen kreativen Findungsprozess braucht, ist so eine Sache für sich. Ich weiß nur, dass ich mit solchen Requisiten nicht spiele. Ich kann ja mal was Requisiten... Nichts wie der Assistent. Ja, aber der ist heute nicht da. Ja, der ist heute nicht da. Ja, was soll ich da machen? Wie soll ich das wissen? Sie sind ja der Regisseur. Fangen wir nochmal an. So warm nicht raus. Es wird mir so. War das schlicht genug? Ja, sehr gut. Innig genug? Ja, sehr gut. Soll ich ihn noch mal durch die Wand stürzen? Nein. Funktioniert so sehr gut. Ja, ja, also langsam klappt das doch. Soll ich noch mal die Dame-Männer anspielen? Nein, ich besorge was angemessen ist. Nicht Sie, der Assistent. Ja, das meine ich ja. Das also, hören Sie mal, Herr Regisseur. Ja. Ich gehe das jetzt mal für mich durch und dann sehen Sie es sich das nächste Mal an und wir reden weiter. Gut? Einverstanden. Na also, dann gehe ich jetzt mal in die Schneiderei. Die haben mir vielleicht ein Probenkostüm rausgehängt. In dem Lappen würde ich lieber Fenster putzen, wenn ich Fenster putzen würde. Sehe aus wie eine pfälzische Weinkönigin. Also ich suche was raus und dann zeige ich es Ihnen das nächste Mal. Einverstanden. Gut. Hören Sie mal. Noch ein kleiner Tipp für Sie als Anfänger. Sollten Sie noch mal Regie führen, dann lernen Sie mit Biss an die Angelegenheit ranzugehen. Verstehen Sie? Biss. Biss.